Geheimdienstinformationen zufolge hat unser Brückenkopf hinter der Volturno-Linie die Deutschen zum Rückzug hinter die Barbara-Linie gezwungen. Ihre italienischen Alliierten sind erledigt. Ich weiß. Und ich weiß, dass wir als Köder dienen und den Norden aufklären sollen. Kalkuliertes Risiko. Weatherbys Einsatzgruppe wird in ihrem Rücken landen. Und dort versuchen die Divisionen einzukesseln. Das gefällt mir nicht. Dabei kann zu viel schiefgehen. Hab schon immer an Murphys Gesetz geglaubt. Hauptquartier ist errichtet. Produktionsbasen können eingesetzt werden. Colonel, wir haben ein Nachschubdepot gefunden. Direkt voraus. Nehmen wir es ein. Wenn wir Nachschubdepots an bestehenden Nachschublagern errichten, erhalten wir ausreichend Ressourcen. Perfekt. Errichten wir eine Kaserne und schicken ein paar Aufklärer nach Norden. Bautätigkeiten Gut, sammeln Sie ein paar Truppen. Ich beschaffe die Aufklärungskoordinaten. Wir benötigen Aufklärungseinheiten, um die Feinde auch in Waldgebieten orten zu können. Jawohl, starten die Einheitenerstellung. Es geht um diesen Wald. Wir müssen wissen, was sich darin verbirgt. Die Sichtlinie einer Aufklärungseinheit wird von Bäumen und Gebäuden versperrt. Der Feind darf das nicht ausnutzen. Colonel, laut unseren Aufklärern hält feindliche Infanterie den Wald besetzt. Gut gemacht, Colonel. Aber was ist das? Laut Geheimdienst sind das italienische Einheiten. Das ist unmöglich, Sir. Italien hat kapituliert. Sagen Sie das denen. Sheridan, wir brauchen Infanterie gegen diese Einheiten. Sehr gut. Diese Truppen sollten reichen, um sie auszulöschen. Sheridan, vernichten Sie diese Einheiten, bevor Sie Ihre Position weitergeben. Gute Arbeit, Colonel. Aber wir müssen wachsam bleiben. Ihre Reserveeinheiten werden auch bald kommen. Sir, von Osten her nähern sich Panzer. Unsere Einheiten im Wald könnten einen Hinterhalt vorbereiten. Wenn sie unser Hauptquartier erreichen, sind wir erledigt. Infanterie hat Bazookas. Aus ausreichender Nähe könnten sie damit feindliche Panzer ausschalten. Das war's. Und dennoch stimmt etwas nicht. Wir sollten uns mit den Gefangenen unterhalten.
Laut Informationen der Gefangenen sind es tatsächlich italienische Truppen. Na, ich dachte, die wären erledigt. Die reguläre Armee, ja. Aber das sind faschistische Milizen mit deutschen Waffen. Und es kommen noch mehr. Laut Weatherbys Plan sollten wir nur auf Deutsche treffen. Und die Deutschen befinden sich angeblich hinter der Barbara-Linie. Aber wir registrieren sehr viel Funkverkehr. Verdammt, das ist überhaupt nicht gut. Okay, rechnen wir mit einem italienischen Angriff. Campbell, finden Sie heraus, was Sie vorhaben. Und ich sage Weatherby, dass sein genialer Plan geplatzt ist. Sofort, Sir. Kowalski, ich will mit Weatherbys Schiff sprechen.